Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 10. Wir befinden uns an der Klippe, so heißt hier dieses Piratennest. The Crack. Da wollen wir mal schauen, was wir hier so alles erleben und was für Lehrmeister es hier gibt. Hier schon mal nichts. I'd rather not sleep too close to the locals. Ui! Und ein Goblin. Ja, das sollte aber nicht das Problem sein. Zuhauen. Schießen. Zuhauen. So ist es. Hat er sich da in dem Fass versteckt? Rote Stoff. Weiteres Fass. Violette Flüssigkeit. Primärmagieschutz. Okay. Imperialer Tag. Hey, Moment mal. Tauschen wir das doch mal. Da haben wir 4. 4. 2. Und 3. Sagen wir, geben mal. Problem ist, er hat die 4 sehr wahrscheinlich durch irgendwie so ein Teil. Was auch immer das war. Na gut, dann geben wir dir mal einen Punkt. Primärmagie. Sehr schön. Eine Truhe. Geld, 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 Geld. Geld kann man nie genug haben. Taus Haus. Aha. Hallo Tau. Hey, hi. Was wollt ihr hier? Verschwindet. Hai-Piraten Ausbildung, Großmeister mit dem Streitkolben. Klatsch-Hai-Piraten. Für amphibische Krieger gibt es viele Möglichkeiten an Bord eines Piratenschiffes, wie ihr euch sicher denken könnt. Die Tatsache, dass sich viele Matrosen in die Hose machen, wenn ein Hai-Soldat im Blutrausch an Deck klettert, ist einfach nur eine nette Dreingabe. Mhm. Okay, für 5000 Gold geht's direkt los hier. Also wir haben Streitkolben-Großmeister, den wir nicht brauchen. Den wir nicht brauchen werden. Streitkolben groß. Und er hat keine Quest für uns. Annehmen. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Scheint aber eigentlich friedlich zu sein hier die Gegend. Da geht's runter. Scheint nichts zu bringen. Die Klippe. Was bist du? Können wir da lang? Wir können da lang. Okay. Machen wir besser noch nicht. Zinshaus. Ja, ich heiße Zinn. Ich bin ein Lehrling an Bord der Shalinar. Schatzsucher. Piratenrat. Ich habe ein Auge für alle wertvollen Dinge. Mit mir an eurer Seite werdet ihr mehr Gold und mehr verzauberte Gegenstände finden. Dafür verlange ich 100 Gold jetzt und 7% von allem Gold, das wir finden. Die Frage ist, rentiert sich das? Finden wir durch sie mehr als 7% Gold? Das ist die Frage. Wenn wir mehr als 7% Gold natürlich finden, ist sie natürlich ein Gewinn. Aber ich weiß nicht, wie viel Gold wir finden. Gute Frage. Damit würden wir schon 10 verlieren. Das weiß ich nicht. Wir lassen sie mal zurück. Schatzsucher, aber sie könnte echt interessant sein für eine Dauerbegleitung. Mehr Gold ist immer gut. Schatzsucher.
Doppelpunkt, mehr Gold. Sollten wir uns mal merken. Müsste ich mal in den Foren rumschauen, ob irgendjemand da Erfahrung mitgemacht hat. Ah, ein weiteres Fass. Gelbe Flüssigkeit. Gelb ist Lichtmaki. Dann schauen wir mal. Licht 8, 4, 11, 4. Dann würde ich mal sagen, du kriegst das. Einmal für Rondra. Yes! Die Leuing gab mir Kraft. Anakonas. Ah ne, Anakaona. Möge Mutter Erde euer Stamm behüten. Smalltalk. Und tschüss. Was ist das für ein Brunnen? Können wir nichts machen. Kein Dungeon im Brunnen. Hallo. Oh, hier ist ein heiliger Tempel. So hört es sich auf jeden Fall an. Heiloge. Arini hat keine Zeit für Milchzähne. Schatzjäger belästigen besser jemand anders. Okay. Heilungsbedingungen, Ausbildung, Meister der Erdmagie. Ha! Dich haben wir gesucht. Dich haben wir gesucht. Sehr schön. Okay, kann ich einen wieder abhaken? Supi. Heilungsbedingungen. Muss keiner kuriert werden. Okay, man kann sich heilen lassen. Erdmagie-Meister. Das finde ich ja schön. Das finde ich sehr schön. Die sollten auch schön weiter steigen. Ist ja echt wichtig. Hätte ich viel früher machen müssen. So, jetzt sind wir im Kreis gerannt. Obwohl, wir können eigentlich da lang. Das auf der Map betrachte. Mojo Haus. Meister Arkane Disziplin, den brauche ich nicht. Ich brauche Primärmagie. Silene, Meerelfe, Zauber lernen, handeln. Handeln. Handeln ist nicht schlecht. Wir haben so viel Zeug. Obwohl, wenn ich nach Seahaven reisen würde, könnte ich das für mehr verkaufen. Ja, ich habe ziemlich viel Zeug. Giftwolke. Breitet vor der Gruppe eine giftige Wolke aus, die 3 Runden lang alle Feinde darin vergiftet. Und ihnen 24 bis 32 Schaden zufügt. Sie nehmen 24 Schaden in allen darauf folgenden Runden. Der Ausweichwert verringert sich um 16. Aha. Okay, gibt coole neue Zauber hier. Sollte ich wohl beide mal nehmen. Also das ist ein stärkeres Gift. Und das ist ein, ja, ein Rüstungswertverminderung. Kaufen wir beide. Dankeschön. Und was hast du für Raislin? Funkenflug. Kann er mal endlich mit Luftmagie rumhantieren. Windschild. Okay, kauf dir den mal. Oh.
Arax hat einen Feuerball, den er lernen kann, schleudert einen Feuerball auf eine Gruppe von Vereinen im Umkreis von 3 und fügt ihnen 23 bis 38 zu. Das heißt, alle nehmen den Schaden. Das ist schon mal gut. Lähmung, Schlaf und Betäubung ist auch nicht schlecht eigentlich. Aber wir machen auf jeden Fall den Feuerball hier. Komm, das ist zwar teuer, aber... Da hast du sie. Da hast du sie. Okay, wir haben knapp 7000 ausgegeben. Das ist nicht gut. Komm hier hin, wo wir schon gewesen sind bei Zinn, die das Geld hatte. Also, die 7% des Geldes haben wollte, aber durch die finden wir mehr die Schatzjägerin. Da vor uns ist eine Truhe mit ein klein wenig Geld. Davy, Wetterzauberer. Quatschen. Wo bist du denn? Schatzinger dürften nur an Bord der Vergeltung kommen, wenn Captain Hack das sagt. Okay. Captain Hack müssen wir finden. Wer du sein? Kai. Zo. Dies ist die Shalia, Captain Shilis Schiff. Nur Besatzungsmitglieder dürfen an Bord. Großmeister der Wassermagie. Aha. Es gibt einen Auftrag dazu. Klatsch, Shalinar. Ihr wollt Shalars Wege lernen? Dann tut dies. Lauf 100 Schritte über ihr heiliges Wasser. Dann bilde ich euch aus. Okay, dafür müssen wir den Wasserzauber können. Taverne zur Zahnfäule. Das ist ja mal ein schöner Name. Nennt euer Gift. Was für Proviant können wir denn hier haben? 12 Stück. Naja. Nicht gerade billig und naja. Besser als nichts. Crackhack. Ich habe beinahe 2 Jahrzehnte lang unter Kapitän Crackhack gedient. Es ist schwer, ihm sich als alten Mann vorzustellen. Im Kopf und im Herzen ist er jünger als alle anderen von uns. Aber sein Körper hat schon viele Winter erlebt. Über 60 würde ich meinen. Und das ist für unser eine Menge. Ein Piratenleben ist nicht gerade behütet. Ich spüre es in den Knochen, dass der Tag nicht mehr fern ist, wenn Asha unseren Crackhack zu sich ruft und die Welt noch eine Legende verliert. Versteht mich nicht falsch. Ich hoffe das Beste, bereite mich aber auf das Schlimmste vor. Okay, wen haben wir noch hier? Ein Bastler. Zwergenbrecherklatsch, feuriges Herz. Wir nehmen mal die Infos mit. Wer weiß, ob die irgendwie was bringen. Als Kämpfer tauge ich nicht viel, aber ich kann gut was reparieren, was im Arbeitsgeschäft. Ich verlange 75 im Forst, 9% des Goldes. Okay, der kann Sachen reparieren. Brauchen wir nicht. Schnarcht laut. Sieht ganz so aus, als hätte er einen Grog zu viel getrunken. Versuchen ihn zu wecken. Ja, warum nicht? Als ihr euch dem Ork nähert, ruft euch der Wirt an. Ihr solltet nicht so dumm sein, einen Ork zu wecken, wenn er schläft. Das bringt nämlich Pech. Das hängt damit zusammen, dass er wahrscheinlich so sauer darüber ist, dass er einen Anfall seiner mörderischen Blutrage bekommt. Euch die Arme ausreicht, euch den Schädel einschlägt und noch dazu überall rumverschüttet. Nur eine freundliche Warnung, mehr nicht. Ihr seid, zieht klugerweise die Hand zurück. Okay, hier haben wir einen Bastler drin. Ein Reparaturfuzzi.
Ulagan. Ziemlich eindrucksvoller Ork ist an Deck und offenbar damit beschäftigt, seine Mannschaft ein neues, sehr anschauliches Lied über einen glücklichen Ork und dessen junge Frau beizubringen. Was wollt ihr? Ulagan beschäftigt. Der Name des Schiffes. Ulagan versteht nicht, warum sich Craig Keeley und die anderen Kapitäne mit komplizierten Namen abgeben. Schiff gehört Ulagan, heißt also Ulagans Schiff. Seht ihr, ganz einfach. Okay. Gehabt euch wohl. Oh, mich erkaut. Können wir nichts machen. Wir wollen natürlich alles abklappern. Da waren wir. Da waren wir noch nicht. Was haben wir da hinten? Was sagt denn die Map? Boah, ist auf jeden Fall eine ganz schön große Stadt. Hab ich das gerade richtig gesehen? Hier geht's eigentlich lang und wir kommen aber nicht weiter. Interessant. Also eigentlich muss man die ganze Welt nochmal, wenn man alle Segen der sechs Götter hat, nochmal absuchen. Ganz klar. Und drauf da. Machen wir mal regenerieren. Dann halt Fernkampf. Und tschüss. Wir wollen mal bei Tag hier rumrennen, deswegen resten wir mal voll. Ach, Wald. Wald, Wald, Wald. Immer alles grün. Nein, die Natur ist natürlich toll. Aber es gibt da keine Elektronik. Ich könnte da nicht zocken. Obwohl, könnte ich eigentlich schon. Übers Handy dann, ne? Online. Das pulsierende rote Flüssigkeit. Okay, da die pulsiert und rot ist, weiß ich nicht genau, was die macht. Deswegen sollten wir einen Quicksave anlegen und es testen. Feuermagie. Ich hätte es mir ja fast gedacht. Aber Feuer 19, 5. Ach die. Ja, also auf jeden Fall jemand anders wird es bekommen. Ich würde sagen mal sie. Am Anfang habe ich alles ihn trinken lassen, glaube ich. Ich honk. Dadurch hat er natürlich recht hohe Buffs. Das ist zwar unausgeglichen, die Party. Okay, da schreibe ich mal auf. Rot ist Feuer. Ich glaube, damit habe ich alle. Feuer. Also alle auf jeden Fall von dem Pulsierenden. Einmal für Galadriel. Wer bist du? Macht da nichts. Festung betreten. Ziele. Willkommen in der Klippe, Schatzjäger. Ich bin Ziele, Kapitän der Kalinar und Mitglied des Piratenrats. Ein Fluch. Meister der Wassermagie. Haben wir noch keinen? Meerelfen. Weißt du was darüber? Meerelfen gehörten früher zum untergegangenen Reich der Shantiri. Von Kaufleuten und Fischern haben wir uns zu Reisenden der Meere entwickelt. Unsere Mannschaften, Clans, wenn ihr so wollt, fahren auf großen Hausschiffen mit den Strömungen und beten zu den Drachen der Erde und des Wassers. Ich habe bei meinem Stamm gelebt, bis ein Sturm das Hausschiff meines Clans bei der Überquerung des Yadameers zerstört hat. Piraten der Naga haben mich gefunden und gerettet. Ich war der einzige Überlebende. Diese Piraten sind seitdem meine neue Mannschaft, meine neue Familie. Wassermagie kennen wir noch nicht. Ein Auftrag. Es hat keinen Sinn mehr, es tot zu schweigen. Crackhack, der Piratenkönig, ist krank. Er kämpft seit über einem Jahrzehnt gegen die Krankheit an. Aber mit jedem Tag schreitet die Infektion weiter voran. Wir haben es mit Magie versucht, mit Alchemie und Gebeten. Nichts hat geholfen. So eine Krankheit ist uns bisher noch nicht untergekommen. Können wir etwas tun? We're here to help. Wir glauben jetzt, dass diese Krankheit der Fluch eines Dunkelzauberers ist, über den Craig sich einst lustig gemacht hat. Eine grausame Rache für eine kleine Stichelei. Unsere letzte Hoffnung besteht darin, dass die Dunkelmagie auch wieder aufheben kann, was sie angerichtet hat. Ich habe gehört, dass ein bekannter Medikus, der auch ein Mitglied des nekromantischen Ordens ist, gerade in Katal weilt. Ja, da kommen wir, glaube ich, erst in Akt 3 hin. Weiter, als sich die Stadttore geschlossen haben. Er heißt Caspar. Findet ihn und bringt ihn hierher. Okay, das werden wir irgendwann tun. Hey, Crackhack. Ei,
Ich hoffe, für euch ist es wichtig. Waffenstillstand mit den Piraten. Wir haben einen Brief für dich. Yes! More glory! More glory. Ein Brief von John mit Wachs und Siedel und allen. Also in ganz offizielle Angelegenheit. Oh. Moving up in the world, eh? To Craigack, Pirate King of the Savage Sea, bla bla bla. Bla bla bla. Ja, also der tut das ja wirklich vorlesen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das war so leise. Also ich verstehe das nicht. Manchmal ist laut, manchmal ist leise der Ton. Ich, boah, keine Ahnung. Das ist sehr schlecht gemacht. Fängt an zu murren. John Morgan, Baron Gemahl von Wertheim und imperialer Statthalter der Ägidienhalbinsel. Sein Gesicht verzieht sich zu einem Grinsen. Man hat es wohl zu was gebracht in der Welt, hä? Ein Crackhack, Piratenkönig des grausamen Meeres. Bla 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 bla. Warten, wenn Crackhack den Brief liest. John will also einen Waffenstillstand. Na schön. Sagt er wieder was? Nö, ich höre nichts. Ich bitte meine Kollegen, mit den Plünderungen seiner Küsten aufzuhören. Vielleicht erlaubt er mir dann, seine Enkeltochter zu besuchen. Wohl eher nicht. Okay. Wer seid ihr? You're joking, right? I'm Craghack. Yeah, Craghack. Du bist the man. Ist das über ein Name, Craghack? Der Craghack? Wir hielten euch für tot. Ja, anscheinend vergessen die Leute, dass ich noch lebe. Oder dass ich überhaupt je gelebt habe. Ich lebe in meiner eigenen Legende. Boah, du könntest Guybrush Threepwood heißen. Holy crap. Okay. Clutch, Craig und John. Interessiert keine Sau. Was? Boah. Niedermanns, ist das ein wichtiger Text gewesen? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall haben wir die Quest beendet, haben eine neue Quest und haben hier einen Meister in der Wassermagie. Den wir natürlich direkt mal eintragen werden. Es gab schöne Erfahrungspunkte. Juhu! Wo bin ich? Da oben. Wassermagie. Meister. War das Meister oder Großmeister? Ich glaube, das war ein Meister. Wir müssen da so oder so nochmal hin. Moment mal. Was fehlt uns denn jetzt noch? Haben wir die ganze Stadt? Hier fehlt uns eine Ecke, glaube ich. Schauen wir uns mal an. Aber vorerst gucken wir noch, ob hier noch... Oh, da hinten geht es auch nochmal irgendwo hin. So, das Stückchen hätten wir. Da waren wir schon. Sehen wir hier auf der Minimap. Okay, da scheint es nicht weiterzugehen. Da muss ich hin. Mist. Mist. Nein, ich wollte da nichts hinsetzen. Okay. Wie komme ich da hoch? Über diese Treppe. Schwere Geburt. Hier sind wir noch nicht runtergegangen. Genau. Wer bist du denn? Yussia. Möge Vater Himmel über euch wachen. Wie kann Yussia helfen? Orkische Nation. Hm. Drei Ork-Nationen hier. Okay. So, da waren wir noch nicht. Jedermanns Rüstzeug. Da waren wir auch noch nicht drin. Hallo, ich verkaufe diese ausgezeichnete Rüstung. Ausbildung Meister des Ausweichens. Interessant, wir wollen einen Rüstungsmeister haben. Fallenentschärfer. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Jojin.